Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 16 hier bei FiniZockt. So, wir haben letztes Mal aufgehört, indem wir die grüne Linie gefahren sind, die Linie 3. Deswegen würde ich sagen, wir machen heute weiter mit der Linie 2. Wieder dauert die 11 Minuten, die andere 20. Mal gucken. Ich würde sagen, wir fahren aber trotzdem, wir fahren mal die rote zuerst heute. Die löschen wir allerdings nochmal. Jawohl. Was sagen die Aufgaben? Also wir erstellen nochmal ganz kurz eine von hier nach hier nach hier und wieder zurück. Sehr schön. Speichern. Nein, würde ich nicht gerne fahren. Und die drei hier, die bräuchte eigentlich zwei Haltestellen für jeden Bezirk. Das heißt, wir müssen die nochmal löschen. Jawohl. Erstellen. Fangen wir doch hier an. Dann hier hoch. Dann hier hin. Und dann hier hin. Sehr schön. Speichern. Ja, die fahren wir gleich mit dem NL. Fahren. Jawohl. Wir latschen selber zum Bus. Mal gucken, wie lange die Folge jetzt wird. Ich muss mich auch erstmal wieder einfahren. Habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr Bus Simulator gespielt. Mal gucken. Ich hoffe, ich kann es noch. Und wenn nicht, wird es halt wie immer etwas ruckelig. Es lädt. Jetzt bitte nicht abstürzen. Das hatte ich erst gestern. Wann habe ich gespielt? Vorgestern. Es wird vorüber. Sag mal, jetzt habe ich extra das andere genommen. Also. Sorry Leute, Maps. Ich will meine Map sehen. Verrecklinge. hier. Konzerthalle Graben. Na wenigstens das stimmt noch. Halt, stopp, bevor ich einsteige. Tor auf. Tor auf. Jetzt. Uah. Die Steuerung mal wieder. Vordere Tür öffnen. Jetzt rein da, komm. Sowas lässt er mich nicht mehr rein. Also, Leute. Sag mal, jetzt ruckelt es hier schon wieder so dämlich. Was ist denn mit meiner Maus los? Spinnt das Kabel jetzt komplett oder was? Heiliges bisschen. So, Tür wieder zu. Alle Stellenbremse gelöst und ein Blick auf die Map hätte ich gerne. Okay, doch Schillerstraße. Südtirolisch. Ach so, okay. Das erklärt dann einiges. Licht hätte ich gerne trotzdem. Und wir biegen hier gleich mal scharf rechts ab. Ich weiß, es ist auf Dauer langweilig. Ich nehme immer den gleichen Bus, aber ich muss sagen, der gefällt mir einfach von der Fahrweise her am besten. Ich bin halt auch schon gewöhnt von Omsi 2. Und der ist sehr ähnlich programmiert, muss man sagen. Obwohl er dort natürlich, ja, etwas altbackener aussieht. So, hier einmal mit viel Gemurkse um die Kurve. Und vor allem, er ist ein wenig schneller. Also die anderen Busse fahren alle 70 und der hier schafft halt 85. Von dem her, ja, allerdings ist die Gefahr halt hier auch größer geblitzt zu werden. Und das kostet, aber wir spielen ja, ohne dass wir pleite gehen können. Also von dem her, stellt das kein großes Problem dar. So, wir überholen. Eiskalt. Ja, über rote Ampel gefahren. Von mir aus gerne. So, auch du wirst überholt. Und hier geht's wieder rein in die Spur. Sehr schön, dass wir doch keine über den Haufen fahren. Und wir sind an der ersten Haltestelle der Schillerstraße. Schön hier ranfahren, dass wir auch gut stehen. Und dann die Haltestellenbremse reinmachen. So, ein bisschen klick. Eine normale Tageskarte. Gerne. 3,60 € gibt es gleich mal zurück. 3,40 €. So, aus draußen noch jemand? Nein. Dann fahren wir ab. Oh.
Wie geht es nochmal? Widerstandsbeleuchtung, Handbremse aktivieren. Ach, da oben ist die hier. Ja, ja. Temperatur erhöhen. Wisst ihr was? Wir machen gleich mal richtig schön heiß. So, allerdings, wir haben nur noch 30 Sekunden bis zur nächsten Halte. Das wird knapp. Vermutlich sogar etwas Verspätung. Aber das wäre nicht unnormal. Man kann nicht immer pünktlich fahren. Deswegen, ja. So, deswegen bleiben wir auch hier mal schön brav stehen. Blinken auch ganz brav. Allerdings, hupen wir. Meiermarkt. Aha. So, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Danke. Oh. Muss ich eine Vollbremsung machen wegen dem Äumel. So, ja, seht ihr, wir haben Verspätung. Ja, die haben wir aber gleich wieder reingeholt. Hoffe ich zumindest. Hihi. Bremsen. Okay. Bisschen spät, ich glaube, es hackt. Wenn die Doldis jetzt vielleicht auch gleich ihre Fahrkarte wollen, ein bisschen schneller, dann geht es. Eine Senioren-Einzelfahrt. 60, sind wir bei 2, 5, so, sehr schön. Sag mal, jetzt stehen sie aber Schlange hier. Ja. 80, 82. Und du hier? Jetzt nix. Okay. Draußen ist keiner mehr, das heißt mit Vollgas. So, jetzt habe ich die rote Ampel glatt nicht gesehen. Okay. Könnt ihr jetzt vielleicht liebenswürdigerweise grün werden? Da läuft tatsächlich noch einer drüber, dann hätte ich es wieder platt gefahren. Wenn ich so gefahren wäre wie immer. Okay, also einmal um die San Andreaskirche rum. Jetzt läuft mir auch bitte keiner über den Gehsteig. Dankeschön. Perfekt genommen, den Kreisverkehr. Ich glaube, ich habe heute ein bisschen besser die Lenkung drauf. Auch wenn es jetzt natürlich mit den Pfeiltasten ein wenig rucklicher ist. Aber okay. Dann mal hier rüber. Schleichwerbung. Die wollen hier eigentlich Spiel verkaufen im Spiel. Oh, puh, das war knapp. Jetzt habe ich einmal auf den Bus links geachtet. Da finde ich auf die Frau da rechts von mir. Und dann mache ich so ein Gogolores. Ja, okay. Einmal holper, holper hier drüber. Und dann hier um die Kurve. Also, anhalten. Was ist das denn jetzt? Einmal Map, bitte. Was will ich denn jetzt mit der Werbung hier? Okay, Tür auf. Kommt auch jemand? Erstmal latschen sie natürlich hier hinten raus. Sag mal, habe ich die Tür hinten nicht aufgemacht? Muss ich noch gleich nochmal gucken. Eine normale Einzelfahrt. Sag mal, 10 Euro. 80 sind wir bei 3. 5, 7, 9, 10. Der hat doch einen Schuss. Also, sorry. Da habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis für. So. Jetzt hier raus. Das ist eine Einbahnstraße. KG. Ja, dann halt die nächste rechts. Perfekt. Hier mit Schlingern. Hihi. Ach, kacke, jetzt wollte ich nur mal Schlingern demonstrieren und dann mache ich sowas. Ja, okay. Haben wir jetzt gesehen, wie das geht oder wie man es halt nicht macht. Wir brettern einmal hier drüber. Ich behaupte, ich habe Vorfahrt. Basta, ich bin der Bus. Dann wäre diese Strecke nämlich auch abgefahren. Sehr schön. Etwas schneller hier rüber. Und vielleicht nicht ganz so weit links. Jetzt müsste eigentlich gleich die Haltestelle kommen.
Mach dich vom Acker. Na, wenigstens der kann mal Gas geben. Okay, und dann hier drüben, wie immer schön mit der Seitenkamera an die Haltestelle ran. Okay. Diesmal spare ich mir das Zurückfahren. Ich drücke einfach gleich Eingabe. Und wir gucken mal, was haben wir verdient diese Woche. Minus mal wieder. Wundert mich das? Nein. Stufe 4. Neues Busmodell, ein neuer Fahrer. Okay, wir gucken mal nach den Fahrern. Bewerbungen, Neuling, Lehrling einstellen. Haben wir hier schon was Neues? Ne, wir haben die schon. Linien. So, den hier können wir eine hinzufügen, den Neuling. Wunderbar. So, wie lange brauchst du denn? 8 Minuten fahren. Diesmal nehmen wir mal den hier, den hatte ich noch gar nicht. Schneller Start. Und los geht's. Okay, Haltestellenbremse war schon gelöst. Diesmal, Parkbremse war schon gelöst. Haltestellenbremse wäre es diesmal gewesen. Aber von mir aus. Gerne. So, mal gucken, wie der sich fährt. Den bin ich noch gar nicht gefahren. Komisches Lenkrad, das hat ein Loch. ja. Jetzt hier einmal um die Kurve. Und dann hier heran. Okay, mal gucken. Den schaue ich mir jetzt nochmal von außen an. Die Fahrgäste können warten. Jawohl. Das sieht doch mal schön aus. Also, was machen die hier hinten? Ach je, wir haben hier noch eine dritte. Eine dritte Tür. Okay. Interessant. Die wollen alle hinten einsteigen. Na, von mir aus. Dann machen die hier halt drei Türen auf. Okay. Sehr schön. Hua. Einmal hier rüber. Und wohin fahren wir? Als nächstes. Da kommt schon. Laurinstraße. Wir müssten jetzt eigentlich noch im Residence-Bezirk sein. Jawohl, das sind wir auch. Und ich habe das Gefühl, wir sind auf der Schnellstraße. Die geht hier nämlich geradeaus. Ja. So. Hier anhalten. Schön hupen, aber man sieht, die haben alle die gleiche Hupe, das finde ich auch ein bisschen schade. Aber okay. So, du fährst jetzt bitte geradeaus. Danke. Wie freundlich. So, hier brettern wir einmal drüber. Und dann hier vorne gleich wieder rechts. Sehr schön. Okay. Also die Kurven laufen heute echt gut, muss man sagen. Sonst sind die ja immer sehr holprig, aber diesmal, ja, laufen sie. Schön alles aufmachen, nicht, dass sie hinten wieder alle einsteigen wollen und vorne. Keiner, ich habe so ein Gefühl, wir müssen eine Fahrkarte verkaufen. Oh, 70, 80, 5, so, 85. Das langt, noch mal gucken, nein, Abfahrt, auf dich wartet Jengemede, genau, jede Menge Arbeit von mir aus, gerne. So, da vorne müsste es eigentlich schon sein, genau. Raserei, was, wie, wo? Ich bin doch gar nicht gerast. Ich habe nicht mal einen Strafzettel bekommen. Was willst denn du? Machen wir wieder eine Vollbremsung. Das tun wir. Will keiner eine Fahrkarte kaufen? Wirklich keiner, tatsächlich.
Ja, die Autos hinter mir brauchen sich gar nicht beschweren. Ich bin der Bus. Ich darf an der Bushaltestelle anhalten, solange ich will. Und nicht solange die wollen. So, sehr schön. Der will hier rüber. Das war ja fast schon klar. Hua. Einmal Bordstein mitgenommen. Ja, das war jetzt die erste Kurve, die nicht so doll funktioniert hat. So, jetzt kommen wir hier rüber. Bumm. Jawohl. Gut gemacht. Wisst ihr was? Wir überholen gleich mal wieder. Da können die hinter mir aufhören zu hupen. Und ich komme hier prima über die Straße. Heiliges Lieschen. Jetzt war sie aber da unten die Temperatur, oder? Wo ist die bei den Dingen hier unten? So, jetzt werden die ja schön alle frieren. So. Und was machen wir? Bitteschön. Abfahrt. So, natürlich gleich wieder mal Zeit verloren, ist ja klar. Mit denen haben sie dann auch wirklich jeden blöden Wunsch noch erfüllen muss. So, du bleibst grün. Hupen wir schon mal. Huste Gutzel, da kann ich jetzt nicht mehr bremsen. Das ist übel, ja. Von mir aus ist das übel. Aber ich warte nicht vor einer roten Ampel, die vor meiner Schnauze rot wird. Schmeiß ich euch raus, ihr Rindviecher. Hier hin und anhalten. Ach so, wir sind schon am Ende. Wunderbar. Drücken wir Enter. Okay, Einnahmen, wie viel haben wir gemacht? Kontostand müsste immer noch deutlich im Minus sein. Ja, da guckt mal, 1800 nur durch Fahrkarten und zwar 3000. Und hier nochmal Bußwartung, ach du Schande. Ja, das geht jetzt natürlich bergab. Okay, freigeschaltete Bezirke, bla bla bla. Drei verschiedene Strecken, jawohl. Hier können wir gleich mal noch den anderen Fahrer hinzuweisen. Mal hier gucken. Auch schon die den Namen verwenden. Und die vier abbrechen. Ich bräuchte mal die mit den vier Haltestellen hier von Schillerstraße nach Konzerthalle Graben. So, die benennen wir um in die Linie X. Quatsch. X1, wohin fährst du? Okay, lassen wir mal X1. Ich würde sagen, wir gucken mal, was die hier braucht. 7 Minuten. Okay, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.